Hallo Leute, wir sind in Folge Nummer 240 von Avorion und ihr seid auf dem Kanal Asreiter. Ja, ich hatte schon die beiden Schiffe hierher bewegt. Da hinten ist der Traveler, ich bin hier und hier war eine Schiffswerft, die wollen wir mal gerade besuchen, denke ich. Und ja, eigentlich wollen wir die gar nicht besuchen. Unser Ziel ist es ja, ja, was machen wir jetzt hier, ne? Eine gute Frage. Wenn ich hier oben jetzt sage, geh mal in Autopilot Asteroiden abbauen, dann macht er das sogar, oder? Nee. Keine benutzbare Bergbauweise oder Jäger, um abzubauen. Okay, der kann das nicht. Der da hinten müsste das aber können, oder? Interagieren. Befehle. Asteroiden abbauen. Macht er das? Ja, macht er. Das ist schon mal gut. Und dann müssten wir eigentlich in die Drohne aussteigen. Oh, jetzt bin ich in das andere Schiff gelandet. Das wollte ich nicht. Jetzt bin ich raus. Das ist schon mal gut. Das war auch ein kleines bisschen das Ziel. Und jetzt müsste ich schauen. Wo ist denn das andere Schiff jetzt? Er bewegt sich da weiter. Das ist schon mal gut. Ah, da hinten ist er. So, F, interagieren, Befehle. Mich eskortieren. Wrack verschrotten, Asteroiden abbauen. Sektor patrouillieren, alle Feinde. Nee, da muss ich doch erst hier rein, glaube. Ah, jetzt bin ich im falschen Schiff, ne? Ich wollte eigentlich so das machen, dass dieses hier. Warte mal, da müsste ich ja jetzt hier mit T da rein. Automatik läuft ja noch. Und jetzt müsste ich dem zweiten Schiff sagen, wo ist es jetzt nur hin? Ja, wo ist das andere Schiff? War das nicht da irgendwo bei der Werft? Nee, da rechts ist es. Und da gibt es ein F, interagieren, Befehle, mich eskortieren. So, und ich steige jetzt hier aus. So, und dann kann ich hier ein neues Schiff gründen. Schiff gründen. So, das ist das, was der Thomas Steele geschrieben hatte. Und da sind wir jetzt dran, werden ein neues Schiff gründen. Und ich sehe gerade, das Intro ist noch gar nicht gelaufen. Das machen wir als erstes. Und dann schauen wir zu, dass wir da fertig werden. Ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. Da sind wir wieder. Bergbauschiff 1. Gründungsschiff 500. Ja, Mitgliederbesatzung 2. Okay, ist erstmal so. Ach so, ja. Das ist jetzt nicht so dolle, ne? Vielleicht hätten wir es besser irgendwo in der Nähe einer Werft machen sollen oder so. Aber eigentlich konnte die ja nicht so weit weg sein, oder? Na, weiß ich jetzt auch noch nicht. So, ab in Baumodus. Und dann sollte man da ein Triebwerk dran bauen? Warte mal, wir können erstmal diesen ersten Klotz so kopieren, steuern und dann die Größe aber umfunktionieren in das. Und dann ist das schon gar nicht so schlecht, aber ich würde das gerne noch länger machen. 309. Das ist doch schon mal was, oder? Dann machen wir das. Okay, der ist schon wieder verstellt. Steuerung V. Ja. Quartiere. Wie viel Platz haben wir jetzt? Sehe ich das hier auch? Q2 von 8. Okay. So, dann brauchen wir noch Korrekturdüsen. Frachtraum brauchen wir natürlich auch.
Das machen wir so ruhig. So, was haben wir noch hier? Generator. Ein Generator. Den machen wir mal flacher. Machen wir so. Und eine Batterie nochmal darunter. So. Korrekturdüsen. Machen wir mal einen Spiegel an. Tja, so gefällt es mir jetzt noch nicht so ganz, aber so vielleicht. So, wenn ich jetzt das hier, das Baumenü verlasse, na, jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn hier die Schiffswerft? Da, komme ich da hin? Sieht so aus. Aber ewig lange dauert es, ne? Ich wäre mal besser erst dahin geflogen, hätte dann was anderes gemacht. War vielleicht nicht die prickelnde Idee, ne? Weil crewmäßig haben wir da natürlich jetzt ein Problem, ne? Dauert ewig, bis ich da bin. Das Schifflein ist so klein. Klein, klein, hat der Thomas Stehle auch geschrieben, baue ich wieder, ne? Ist wahrscheinlich wieder so, ne? Ach so, ich habe irgendwas anderes angewählt, ne? So sieht's aus, okay. Ich glaube, jetzt sind wir hier mal in der Nähe. Ah, der Halt ist woanders. Da ist auf jeden Fall ein Dockingport, dann werden wir den mal gerade nehmen. Gedockt. Crew erneuern. Das haben wir. Das haben wir auch erstmal so. Schwach sind wir, das ist klar. Das lass erstmal gut sein. Und dann lass uns mal gerade wegfliegen ein Stück. Und schon ist das Ding auch relativ wendig, ne? So, dann bauen wir mal gerade weiter. Ich glaube, wir müssen noch mehr von dem hier bauen. Warte mal, gehen wir hier aus dem Dingenspiegel wieder raus. Steuerung C, Steuerung V. Steuerung C, Steuerung V. Aber ich glaube, braucht man gar nicht V und C und sowas machen, oder doch? Weiß ich gar nicht mehr. Was sagt der jetzt hier oben? Der Bremsschub ist sehr gering. Ja. So, mal gerade gucken, dass wir den Bremsschub besser machen hier, ne? Hatten wir den hier? Panzerung? Ne, da ist der Trägheitsdämpfer. Okay, den gibt es auch in Avorian. Bremsschub ist gering. Mach den mal gerade weg. Geht noch dünner? Nee.
Das Avorion ist vielleicht nicht das passende Material dafür, ne? Es gibt nur Eisen, den Bremsschub dann oder Avorion. Ja, sieht so aus, ne? Ja. Machen wir so. Ja, das passte natürlich nicht da dran, ne? Aber jetzt ist es egal, lassen wir so. So, das heißt, Steuerung CV. Spiegelachse machen wir wieder an und hauen den da rein. Das sieht schon mal schick aus, oder? Was sagt er jetzt hier oben? Die oben Umdrehgeschwindigkeit ist schlecht. Ja, da müssen wir so Gyrophalanx machen, ne? Muss ich mal hier gucken. Machen wir den aus. Da haben wir nicht mehr viel von, dann wir können den da raus machen. Mach den mal weg. Mach den Spiegel mal weg. Rollen geht da 1,99 mehr. Mache ich so, oder? Und dann würde ich den nächsten hier so machen. Allerdings müssen wir den drehen. Dann machen wir den mal da so hin, oder? Und dann müssen wir noch sowas haben auf der Seite. Dann machen wir dann Spiegel an, drehen das Teil so rum. Dann müsste das ja passend sein, ne? So, jetzt ist das auch wieder weg. Jetzt können wir noch Frachtraum noch mehr bauen. Machen wir jetzt mal aus Naonit. Machen wir den Spiegel gerade weg, oder? Ne, den Spiegel machen wir hin, wir können das wieder behalten. Das sieht doch erstmal gar nicht so schlecht aus, oder? So, jetzt müssten wir nur schauen. Gehen wir aus dem Baumenü gerade raus und gucken erstmal, wie er sich lenkt. Also da ist er ganz quirlig, ne? Das ist schon mal gut. So, jetzt muss er aber, wahrscheinlich ist er wieder viel zu klein gebaut, ne? Wenn ich da jetzt zu den anderen Schiffen fliegen würde, würde ich das wahrscheinlich sofort sehen, ne? Ist bestimmt schon ein ganz kleiner Kutter, ne? Ja, ist fürchterlich klein. Ein Schiff in deinem Sektor ruft um Hilfe. Ja, da kann ich jetzt gerade nicht helfen. Oder doch? Dafür müssten wir was hier einbauen. Aber wir haben auch gar keinen Schutz und sowas. Das bringt uns ja hier nicht weiter. Aber wir können mal gerade gucken. Nee, können wir nicht. Machen wir nicht. Wir müssen definitiv dieses Schiff größer haben. Wieder viel zu klein gebaut. Thomas, hast wieder recht gehabt. Ich mache wieder klein, klein.
So, das bedeutet, das ist erstmal schön hier, oder? Na, Spiegel lassen wir doch an. Gehen hier hin. Und machen den Frachtraum jetzt erstmal Kilometer lang. Habe ich den ausgesucht? Smarte Hülle. Panzerung? Nee. Hier ist der Frachtraum. So, und den machen wir jetzt erstmal länger. So, Schubschiff wird das, oder? Und wir sind immer noch zu schwach, ist klar, das ist aber nicht schlimm. Komm, baller das da nochmal dran. Und dann machen wir hier vorne noch einen Generator irgendwie hin. Zack. Und auch noch eine Batterie dabei. Kriege ich die Batterie da irgendwie so rein? Müsste gehen, oder? Das ist einigermaßen was geworden. Ja, sieht gut aus. So, Batterie und Generator ist da drin. Wenn ich jetzt aus dem Baumodus rausgehe und hier fliege. Lenkt er sich jetzt fürchterlich gut, ne? Okay. Ach, da sagt er schon wieder, dass wir da irgendwie kein Personal haben. Gut, dann heißt das, wir fliegen mal da vorne hin. Greifen die auch unsere Schiffe an? Das ist die Frage, ne? Zurzeit sieht das nicht so aus. Okay. Wir segeln hier die ganze Zeit so durch die Gegend. Wir haben gar keine Bremse sozusagen. Das ist schon mal schlecht. Gehen wir nochmal in den Baumodus und machen mal den Trägheitsdämpfer rein. So, jetzt stehen wir sofort, ne? Ja. Kriege ich das denn da jetzt angedockt? Ja. So, Crew brauchen wir ganz schnell. Da brauchen wir hier jemanden. Der kauft doch jetzt immer fleißig ein, ne? Aber ich gehe davon aus, dass es mal wieder so gut geklappt hat, dass er die natürlich nicht sofort wieder reinsetzt. Wie viel haben wir da? Wohl erstmal genug, oder? Ja.
Gut, gedockt sind wir. Crew erneuern, ich mach mal hier einfach ein paar. 15 Leute anheuern, dann haben wir keinen Platz mehr auf dem Schiff, das ist auch klar. Ist jetzt aber nicht ganz so schlimm, weil wir da uns sofort drum kümmern. Bau mal jetzt bitte hier Quartiere. Steuerung C, V. Spiegel aus. Und eins da noch hin. Oder zwei. Wieso brauchen wir so viele? Jetzt hat es geklappt erst. Gut, dann machen wir trotzdem noch einen mehr, falls wir noch welche nachholen müssen, damit wir das haben. So, das Schiff geht jetzt erstmal so, oder? Jetzt kommen die Drehgeschwindigkeiten da noch zu. Kriegen wir den hier vorne noch hin? Ich hoffe es, ne? Ja. Spiegel an. Größer, größer. So geht's, oder? Das weiß ich leider nicht. Na dann. Also so bin ich zufrieden und so bin ich nicht zufrieden, weil da fehlt es noch. Dann nochmal im Baumodus. Trägheitsdämpfer muss jetzt dann nochmal gedreht werden. Spiegel kann aus. Rotieren wir den so rum. Und kriegen wir, glaube ich, so hin, oder? Piraten greifen den Sektor an. Toll. Ist auch sehr schön, dass die genau da kommen, wo ich gerade bin, ne? Ja, das kann nicht sein, oder? Das macht doch keinen Spaß, sowas, oder? Ey. Bin ich jetzt in meinem Schiff drin hier? Ich glaube schon, ne, oder? Ach so, der Autopilot ist an, deswegen funktioniert das jetzt nicht. Okay. Der ist schon mal Geschichte. Boah, ärgert mich das jetzt, ne, dass der das gemacht hat, ey, oder die. Dass die vor allem sofort bei mir gespawnt sind, ey, das ist so richtig doof. Hat wieder gut geklappt. Okay, der ist Geschichte, jetzt brauchen wir noch den da hinten, hinter der Werft.
So, jetzt Mantau. Ist irgendwo einer, der mich noch beschießt. Der wird gar nicht weniger gerade, der Schild. Ja, den machen wir jetzt noch kaputt, ne? Das wäre wichtig. So, bitte einmal das Scheißschild von dem runter zu machen. Ja, der haut mich gleich noch wieder auch noch kaputt, so wie ich das schon sehe. Aber jetzt ist ein Schild runter, oder? Ah, da ist noch jemand anders mit dran, da zum Glück. Ich bin hier alleine. Die Waffen auskühlen lassen, ne? Da war, glaube ich, mein Schiff, kann das sein? So, jetzt ist er Geschichte. Danke, aber es wäre keine Hilfe, wenn notwendig gewesen. Alles klar, ja, sehe ich auch so. Gut, das ist aber nett von euch. Aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Hat ja wieder gut geklappt, ne? Ja, der fährt hinter mir, fliegt hinter mir her, glaube ich, ne? Oder? Der war eskortierend angesetzt. Naja, müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen, ne? Also, ich sag mal erstmal, soweit, so gut. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Uhr gemacht habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.